Urlaubswoche, nicht bei uns natürlich, sondern in Nordamerika. Am Montag Canada's Day, überraschenderweise in Kanada, und am Donnerstag dann 4. Juli, spätestens seit Independence Day, wissen wir, höchster Feiertag oder einer der höchsten Feiertage in Amerika. Kein Handel am Montag in Kanada, in den USA natürlich. Am Montag kein Handel in Kanada, am Donnerstag kein Handel gewesen, also gestern kein Handel gewesen in den USA. Am Mittwoch verkürzter Handel in den USA und heute, naja, da wird fast jeder ins verlängerte Wochenende gehen da drüben. Also das Handelsvolumen entsprechend gering, wenig Meldungen, wenig Bewegung zum Business, zum Wochenausgang jetzt. Wobei, heute 14.30 Uhr kommt der Arbeitsmarktbericht in den USA und der kann natürlich auch bei einem dünnen Handel dann für eigentlich reichlich Volatilität sorgen. Wenn wir uns einen Blick auf den Goldchart werfen, was wir jetzt gleich tun, wunderbar, das war mal wieder Timing mit der Regie, die haben das super gemacht. Wir haben Montag relativ starken Einbruch gehabt, eben an diesem Canada's Day. Wir sind relativ stark gefallen beim Goldpreis und am Dienstag dann, und das ist eigentlich das Erstaunliche oder auch das Positive, dann ist sofort der Rebound, der Rücksetzer wurde gekauft, das ist eben der Unterschied zu den letzten Monaten oder letzten Jahren, muss man schon sagen, wo der Goldpreis eben so seitwärts bzw. abwärts tendierte. Da war eben so eine Reaktion selten zu sehen, dass ein Rücksetzer sofort wieder gekauft wird. Insofern, weiteres Zeichen, wir sind zurück in einen noch jungen Bullenmarkt. Zumindest hoffen wir das alle. Also es gibt aber relativ wenige Indizien, die dafür sorgen, dass es nicht so sein könnte. So, was muss passieren? Und jetzt denken Sie sich das mal weg. Was muss passieren, damit wir in der nächsten Zeit noch mehr Gewissheit haben? So, das ist unsere erste Bewegung. Ja? Die zeichne ich Ihnen jetzt mal hier ein. Also das ist unsere erste Bewegung. Geht natürlich nicht so. Sie sehen, die geht so leicht gezackt immer. Was jetzt da kommt, dass diese Bewegung hier ein neues Hoch macht, also über dieses Hoch drüber geht. Also wir haben hier so einen Rücksetzer gesehen und jetzt wäre es gut, wenn wir hier nach oben gehen. Dann im Idealfall noch einen Rücksetzer und nochmal nach oben. Das heißt hier, zack, und nochmal nach oben. Dann eine dreiwellige Abwärtsbewegung, und dann wieder, dann wird natürlich jeder schreien, oh, könnte ein Doppeltoppe, ein SKS sein, und dann wieder in der nächsten Bewegung hier nach oben ausbrechen. Dann hätten wir ein klassisches Buy-the-Dip-Szenario, ein klassisches Szenario, in dem man Rücksetzer kaufen muss. Also nochmal, diese Linien hier sind auch wieder unterteilt in zack, 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 zack. Aber das ist so der übergeordnete Trend, den wir gerne sehen möchten in den nächsten Wochen und Monaten. Und dann, glaube ich, ist die Zahl von 1500 Dollar gar nicht mehr so weit aus der Welt gegriffen, dass wir die in den nächsten Monaten noch erreichen können und eventuell dann vielleicht sogar übertreffen können. Aber wenn wir uns den, nee, das sehen wir leider nicht, weil ich bloß den 3-Jahres-Chart jetzt noch dabei habe. Da sehen wir eigentlich ganz schön, wie wir jetzt ausgebrochen sind. Und ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Fragen noch zum Ausbruch gibt. Ich muss ein bisschen aufmachen. Da unten geht immer die Batterie raus. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Fragen gibt, dass wir nach oben ausgebrochen sind beim Goldpreis. Also ich kann momentan nichts ausmachen, was irgendwie bärisch wäre. Es müsste was ganz, ganz Komisches passieren an der Börse bzw. am Goldmarkt, dass wir hier wieder ein bärisches Szenario sehen. Natürlich kann es sein, dass wir jetzt kein neues Hoch machen, wie ich es Ihnen eben gezeigt habe, also dass diese Bewegung hier nicht mehr neues Hoch macht über dem da. Und wir jetzt nochmal da unten, dann würde sich das Ganze auf der Zeitebene nach hinten verschieben, aber es wäre immer noch nicht bärisch, sondern es würde eben eine andere Struktur hervorrufen im Sinne von, es würde ein bisschen länger dauern, aber dennoch wäre der junge Bullenmarkt dadurch nicht gefährdet. So, werfen wir einen Blick auf den Silberpreis. Und da nach wie vor unser Sorgenkind, Silber zieht nicht mit. Und da gab es vor kurzem einen Kommentar von einem Fondsmanager und der hat gesagt, ja, es sind viele Fragezeichen, ob wir im Bullenmarkt bei Gold zurück sind, weil Silber zieht nicht mit und die Minenaktien ziehen auch nicht mit. Und da muss ich sagen, es ist nicht so ungewöhnlich, dass Silber am Anfang nicht mitzieht. Das werden wir auch gleich sehen. Habe ich noch eine andere Grafik dabei. Von daher finde ich es nicht ungewöhnlich. Und zu sagen, die Minenaktien, ja, sie sind nicht dort, wo sie 2016 gewesen sind. Aber das finde ich sehr positiv, weil 2016 haben wir eine Überhitzung gehabt innerhalb kürzester Zeit bei den Minenaktien. Aber trotzdem haben wir, glaube ich, 30% im GDX in den letzten Monaten gemacht. Also so zu sagen, die ziehen nicht mit, ist, glaube ich, ein bisschen ambitioniert zu sagen. Wie gesagt, wenn man das vergleicht mit 2016, ist es sicherlich noch viel Luft nach oben. Und ich glaube auch, dass sie noch viel Luft nach oben haben, die Minenaktien. Aber ich sehe nicht, dass sie ja, bewegen sich gar nicht oder sowas. Ist, glaube ich, so eine Aussage, die es einfach nicht trifft momentan. So, jetzt habe ich hier, ach ja, ein paar Themen, die wir uns mal kurz... Das sind so Themen, wo ich sage... So schlecht war der Goldbärenmarkt gar nicht, weil da musste man sich mit sowas nicht beschäftigen. Es kam ein Artikel heraus, der Ursprung glaube ich, war in der Sun, bekanntes britisches Wissenschaftsmagazin.
Und zwar ging es darum, es gibt einen Asteroiden und deshalb wurde die NASA entdeckt und dieser Asteroid, der enthält unheimlich viel Gold und wenn man das abbaut, dann hat man so viel Gold auf der Welt, dass der Goldpreis auf Null fallen könnte. Ja, das passiert, wenn man den Film Armageddon schaut und dabei Sachen raucht, die jetzt in einigen US-Bundesstaaten plötzlich erlaubt sind. Also, wie stellen wir uns das vor? Ganz kurz, wir schicken die in ein Raumschiff, in einen Space Shuttle, eine Drilling Crew, also irgendwie so ein paar Bohrleute, hoch ins Weltall, die landen auf diesen Asteroiden, wie damals in Armageddon, packen ihre Bohrgeräte aus und dann geht's los, oder? Ja, und das mache ich mal das Ganze von dem Hintergrund, dass der Goldpreis ungefähr bei 1400 Dollar steht. Ja, das wird passieren, ganz sicher. Also bin ich mir hundertprozentig sicher. Nicht. Also, ich weiß nicht, ob wir jemals auf Asteroiden anbauen können. Aber bis es soweit ist, bin ich überzeugt, dass sie, dass sie unsere Körper wahrscheinlich aus der Kryptobox wieder rausholen, unsere faltigen Körper und uns im Jahr 2020 wiederbeleben. Dann vielleicht. Aber soweit, glaube ich, interessiert uns das nicht. Nächstes Thema. Kommt in jeden Goldbullenmarkt heute wieder eine E-Mail bekommen. Ja, im Ozean lagen Unmengen von Gold und wenn das abgebaut wird, dann hält man so viel Gold und der Goldpreis fällt. Ja, auch da wieder das Ganze. Wirtschaftlich sicherlich sinnvoll, bei 1400 in die Tiefsee zu gehen und mit unserem Bagger vielleicht noch vom Ufer wegzufahren und über die Korallenriffe drüber. Greta wird es verhindern, ich bin mir ganz sicher. Also auch das kein Thema, was mich momentan in irgendeiner Art und Weise interessiert. Goldstandard, auch das Thema ist wieder ein bisschen in die Presse gekommen und zwar, weil Donald Trump, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, Judy Sheldon heißt die Frau, nominiert hat für einen Sitz in der Federal Reserve, also in der US-Notenbank. Und tatsächlich ist Judy Sheldon jemand, der gesagt hat, ja, sie hätte ganz gerne extrem niedrige Zinsen und sie kann sich vorstellen, dass wir eines Tages oder insgesamt zum Goldstandard zurückkehren oder zu einer Art Goldstandard zurückkehren. Ich glaube ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir das machen werden. Ich glaube, dass viele glauben, dass uns diese lockere Geldpolitik nach der Lehman-Pleite gerettet hat. Und so eine lockere Geldpolitik könnten wir mit dem Goldstandard in der klassischen Form nicht fahren. Es kann natürlich sein, dass das Argument zählt natürlich auch. Gäbe es einen Goldstandard, wäre man vielleicht gar nicht dorthin gekommen, wo wir dann waren in der Finanzkrise. Das ist alles eine ewige Diskussion. Ich glaube nicht, dass es so schnell geht. Aber stellen Sie sich mal vor, es gäbe eine Diskussion, ob wir zum Goldstandard zurückkehren. Und ich glaube, allein so eine Diskussion könnte tatsächlich den Goldpreis etwas beflügeln und das fundamental untermauern, was der Chart eigentlich schon sagt, dass wir nämlich wieder in den Aufwärtstrend eingetreten sind. Zudem könnte es natürlich dazu führen, dass irgendwann die USA anfangen, wieder Gold zu kaufen auf dem Weltmarkt. Und auch das würde wahrscheinlich, insbesondere weil es die USA sind, irgendwann dazu führen, dass der Goldpreis steigt. Ich glaube übrigens tatsächlich, dass nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, aber vielleicht in den nächsten 10 Jahren die USA wieder anfangen werden, Gold zu kaufen, ganz einfach im Grund. Sie sehen diese Rivalität zwischen USA und China. Und China ist mittlerweile bekannt, also hat bekannt gegeben, dass es Gold kauft. Und ich glaube tatsächlich, dass irgendwann die USA auch da eintreten werden und sagen, es kann nicht sein, dass die Chinesen hier Gold kaufen und wir nicht. Da müssen wir gegenhalten. Und ich glaube, dass das tatsächlich dazu führen könnte, dass die USA irgendwann wieder als Netto-Goldkäufer auf dem Weltmarkt auftreten werden. Ich glaube, auch das hätte eine sehr, sehr starke Signalwirkung. Aber nein, Goldstandard zurückkehren, das glaube ich nicht. So, das sind die Themen. Sind damit auch abgearbeitet. Sollte ich mich beim Goldstandard irren, werden wir es nochmal aufgreifen. Bei den Asteroiden und bei der Tiefsee bin ich mir relativ sicher, dass ich mich nicht irre. Es gibt eine Grafik von den Kollegen von Degussa, die haben eine Grafik entwickelt. Und diese Grafik sagt einmal aus, das hier ist der Goldpreis in US-Dollar. Sie sehen noch ein gutes Stück von unserem Allzeithoch bei 1920 Dollar entfernt. Und das ist der Goldpreis in allen anderen Währungen, bis auf den US-Dollar. Und das sehen Sie schon, wir sind praktisch wieder auf Allzeithoch in allen anderen Währungen. Natürlich spielt da ein bisschen so die Inflationswährungen mit rein, die Krisengebiete. Aber eben auch in Austral-Dollar haben wir einen Rekordkurs erreicht. In kanadischen Dollar fast, aber nicht ganz. Und das sieht man im Prinzip, kann man folgern, eine der großen Bremsen ist der US-Dollar. Und es ist eigentlich so klassisch der Vorläufer, dass erstmal der Goldpreis in anderen Währungen steigt und dann der Goldpreis in US-Dollar, auf den natürlich jeder schaut, nachzieht. Und ich glaube, das wird auch diesmal wieder passieren. Von daher auch ein weiteres Indiz dafür, dass wir auf dem Weg nach oben sind beim Goldpreis. Unten noch ein weiteres Indiz ist die Gold-Silver-Ratio. Und zwar ist das mal klassische Gold-Silver-Ratio. Da hören Sie immer, oh, Silber ist viel zu billig, weil die Gold-Silver-Ratio so hoch ist. Ja,
Im Prinzip ist die Gold-Silver-Ratio sagt uns was anderes. Und zwar, kurz nach der Jahrtausendwende begann der Gold-Bullenmarkt. Wir haben ein sehr markantes Hoch bei der Gold-Silver-Ratio. Die fiel dann bis ins Jahr 2007 hinein. Dann kam die Lehman-Pleite, ließ es anschnellen. Es gab einen Einbruch bei Gold und bei Silber. Das ist übrigens auch immer das, was viele sagen, wenn so eine Krise kommt, dann muss doch Gold und Silber steigen. Es war eben ein deflationärer Schock, den wir damals erlitten haben. Da gab es erstmal einen Einbruch. Aber Gold und Silber haben sich schneller erholt wieder als die Standardaktien, wobei die sich dann auch so ab dem Jahr 2011 zumindest wieder relativ deutlich erholt haben. So, was ist passiert? Wir haben wieder einen Peak gehabt bei der Gold-Silver-Ratio und dann kam die Rallye von unter 1.000 auf 1.921 Dollar. So, das hat sich dann wieder geklärt. Dann hatten wir hier einen Peak, das war 2016, Anfang 2016. Wobei, Sie sehen Sie auch zum Beispiel, wenn Sie sich mal anschauen, 2015 hat Gold sein Tief gemacht, im Dezember 2015. Trotzdem, die Gold-Silver-Ratio ist noch gestiegen, weil einfach Goldpreis in der ersten Phase dieses kurzen Bullenmarktes den Silberpreis deutlich outperformt hat. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier einen Peak gesehen, das wiederum diesen kurzen Bullenmarkt 2016 markiert hat. Und jetzt schaut es danach aus, ob wir wieder einen Peak sehen bei der Gold-Silver-Ratio, sogar wesentlich höher als die letzten Male oder ein gutes Stück höher als die letzten Male. Und das könnte eben auf einen, ich möchte das Wort einfach mal sagen, epochalen Bullenmarkt hindeuten. Also, wie gesagt, wir hatten jedes Mal einen Peak, bevor der Goldpreis und der Silberpreis deutlich gestiegen sind. Natürlich hat der Silberpreis dann im Lauf dieser ganzen Bewegung dann den Goldpreis outperformt. Aber das heißt nicht, dass Gold gefallen ist, sondern das heißt einfach, dass Gold am Anfang stärker steigt und Silber meistens am Schluss von so einem Bullenmarkt stärker steigt. So, haben wir das Ganze auch durchdiskutiert. Beziehungsweise eigentlich mehr im Monolog. Hier habe ich nochmal die Gold-Silber-Ratio, Gold-Silber-Ratio und der Goldpreis. Da sehen Sie im Prinzip, wir hatten hier diesen Peak. Da begann dann die Rallye beim Gold, ging dann bis hierher ungefähr. Dann hatten wir hier den Einbruch bei Gold. Dann haben wir nochmal den Peak gesehen. In der Bewegung, bei der Gold-Silver-Ratio, haben wir die Bewegung beim Goldpreis gesehen. Ja, und jetzt sind wir eben hier und wir fangen schon an, mit dem Goldpreis hier zu laufen. Gold-Silver-Ratio sollte dann im Laufe der Zeit fallen und der Goldpreis steigen. Das wäre so der Gedanke hinter der Gold-Silver-Ratio. Und das ist neben der Umrechnung, die man braucht, im praktischen Sinn, wenn man zum Beispiel Gold oder Silber in entsprechendes Gold- oder Silber-Äquivalent umwandelt, was eigentlich der praktische Nutzen der Gold-Silver-Ratio ist. So, B2Gold war tatsächlich eins der Unternehmen, die diese Woche auch mal mit Meldungen geglänzt haben. B2Gold hat zwei Minen, La Libertad und El Limón in Nicaragua an Calibre Mining verkauft. Sehr interessanter Deal. Die Minen wollte B2Gold schon lange loswerden. Jetzt ist man sie losgeworden, wird dadurch gleichzeitig größter Aktionär von Calibre. Calibre ist momentan vom Handel ausgesetzt, wird wohl auch noch ein bisschen so bleiben. Die machen 100 Millionen Finanzierung, damit sie das Ganze bezahlen können. Ich glaube, es ist eine Win-Win-Situation. Ich glaube, die Minen sind bei Calibre sehr gut aufgehoben und ich glaube, B2Gold ist ohne die beiden Nicaragua Assets mit Fokussierung auf die drei produzierenden Minen, Masbate auf den Philippinen, Otjikoto in Namibia und Fekola in Mali, was letztendlich die Cash-Cow des Unternehmens ist, besser aufgestellt. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens wird steigen, weil nämlich die beiden Minen, die mit hohen Kosten belastet sind und relativ wenig zur Produktion beigetragen haben, weg sind, während Calibre wahrscheinlich die beiden Minen, das ist ein sehr starkes Management, das ehemalige New Market Management ist da an Bord. Calibre, glaube ich, kann die Minen ein bisschen neu strukturieren, Kosten senken und von dem Hintergrund eines steigenden Goldpreises ist wahrscheinlich eine Win-Win-Situation für beide. Der Kaufpreis von 100 Millionen ungefähr rechnet, 40 Millionen Cash, 40 Millionen Aktien oder und dann nochmal ein Bargeldanteil versetzt danach unten. Wandelanleihe, die ausgegeben wird, sind nicht allzu viel für B2Gold, aber ich glaube, B2Gold ging es einfach darum, dass man von diesen beiden Assets sich trennen kann, um sich eben auf die wesentlich größeren und profitableren Minen in, wie gesagt, Philippinen, Namibia und Mali zu konzentrieren. Also, ich glaube, Win-Win-Situation für beide und ich glaube, B2Gold hat noch einiges an Nachholpotenzial als Aktie. Barrick Gold, diese Woche hat sich BMO zu Wort gemeldet. BMO ist ein Bank of Montreal und die haben gesagt, okay, wir machen Barrick Outperform und Kursziel werden 27 Dollar werden. 27 Kam-Dollar natürlich, so ein gutes Stück nach oben, aber ich glaube, 27 US-Dollar müssten sein. 27 US-Dollar hat noch ein bisschen Luft nach oben. Ich glaube tatsächlich, und das habe ich auch schon vor einigen Wochen mal geschrieben, wenn dieser Widerstand hier rauskommt, wenn wir diese Widerstandszone hier überwunden haben, dann hat die Aktie, naja,
Bob Ross wäre nicht gerade stolz auf mich. Dann hat die Aktie einiges an Luft nach oben und ich glaube tatsächlich, dass die Hochs aus dem Jahr 2016 wieder angelaufen werden können und die lagen bei ungefähr $30. So, ich habe für Sie noch dabei K92, weil K92 hat Zahlen gebracht, einer der wenigen Konzerne, die schon Zahlen gebracht haben. Man hat in Sachen Mühlendurchsatz, also Durchsatz durch die Verarbeitungsanlage, einen neuen Rekord aufgestellt. Man hat zudem eine Finanzierung bekannt gegeben, mit der man jetzt den Ausbau der Mine vorantreiben möchte. Und damit dürften so diese Verwässerungsängste, die noch im Markt waren, allmählich weichen. Aktien nochmal ein neues Hoch erreicht. Kleiner Rücksetzer heute, aber ich glaube, das ist der Eurochart. Also gestern in Kanada hat man ein neues Hoch erreicht. Ja, alles nach Plan bei K92, so wie es ausschaut. So. Das war es von meiner Seite. Ich glaube es zumindest, ich glaube nicht. Ich kann noch mal kurz auf meinen Zettel schauen, ob ich noch irgendwas für Sie habe. Arbeitsmarktbericht haben wir, BMO haben wir, Armageddon haben wir, Marihuana haben wir, irgendwie Fettsitzung, Fahrplan haben wir besprochen. Das war's. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Fahrplan ins Wochenende. Ich gehe gleich zu Elton John. Ja, die Elternherrschaften werden ihn noch kennen. Er gibt nämlich seine Abschiedstournee. In dem Sinn, machen Sie es gut. Servus, bis nächste Woche.